Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Und zwar, was du nicht kommen siehst. Schauen wir uns hier an, mit was zu rechnen ist, was dich überraschen wird. Welches Thema, welche Person energetisch. Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Allgeist, was sieht der Skorpion nicht auf sich zukommen? Der Weg ist frei. Ist besser als gedacht. Es wird leichter, tatsächlich. Es wird leichter. Ja, hier vogelfrei. Du stehst plötzlich in deiner ganz eigenen Freiheit, lieber Skorpion. Das ist für dich sehr, sehr abenteuerlich, denn das bist du gar nicht gewohnt. Auch diesen Weg musst du nicht alleine gehen. Es kommt ganz auf dich drauf an, wen du dabei mitnimmst. Die Freiheit. Wir schauen uns gleich an, auf welches Thema sie sich bezieht. Die Freiheit kommt plötzlich, unerwartet. Es ist ein Gefühl, eine Erkenntnis. Du siehst die Welt mit anderen Augen. Und in dieser Freiheit kommt ein Mensch auf dich zu. In diesem deinem Freiheitsgefühl. Es ist, sie sagen, du fühlst dich so leicht und beschwingt, dass du mit diesem plötzlichen Freiheitsgefühl, welches sicherlich auch im Außen Freiheit bringt, weil vielleicht etwas Schwerlastendes geendet hat, diese Freiheit macht dich etwas orientierungslos, denn du hast nun die Qual der Wahl. In welche Richtung möchtest du weitergehen? Mit wem oder alleine? Doch sei dir gewiss, du wirst eine ganz bestimmte Person treffen. Sie wird dich finden, sagen sie. Und daraufhin findest du eine ganze Gruppe Gleichgesinnter. Wenn du dich orientierungslos fühlst, lieber Skorpion, gehe in dich, nehme dir Zeit für dich, um deine Gedanken zu ordnen. Der Rückzug, nachdem du dich so lange gesehnt hast und nie wirklich bekommen hast, denn dein Leben war in den letzten Monaten eine gefühlte Achterbahn, du bekommst die Ruhe, nimm sie dir. Worum geht es mit dieser Freiheit? Worum geht es? Warum diese plötzliche Freiheit? Und deine Wahrnehmung, sie öffnet sich, sie ist anders, sie vergrößert sich. Du nimmst viele Dinge um dich herum wahr. Auch wenn sie schon immer gewesen sind, plötzlich fallen sie dir auf oder sie fallen dir anders auf. Worum geht es in dieser Freiheit für den Skorpion? Um deine Kommunikation. Sie sagen, du sprichst ein Thema an, ein Thema für dich des Mangels, des Leides zu irgendjemandem und das beschert dir eine sehr, sehr große Erkenntnis. Plötzlich ist dein Hals frei, so ab obere Hälfte Brustkorb hinauf bis Höhe Mund.
Dein Hals ist frei. Du traust dich, sie sagen, du traust dich, Worte auszusprechen, an jemanden zu richten, die du schon so lange in dir versteckt gehalten hast. Sie sagen, kalte Getränke tun deinem Hals momentan gut, also natürlich nicht eiskalte, aber gekühlte. Die Freiheit hat auch damit zu tun, dass du dir plötzlich selbst eingestehst, welche Wünsche, Träume und Ziele du hast. Und diese wirst du auch kommunizieren. Ja, und ab da erkennst du, was alles möglich ist. Eine sehr, sehr fruchtbare, kostbare und sehr wachstumsreiche Phase in deinem Leben bricht an. Es ist, als würdest du den Worten, die aus dir herauskommen, deine Herzensmelodie mitgeben. Du sprichst aus dem Herzen. Dein Solarplexus öffnet sich wahnsinnig, strahlt sehr, sehr stark. Und du erkennst auch diese Endlosschleifen in deinem Leben und die Ursachen dafür. Du bist nicht zu stoppen, lieber Skorpion. Sehr, sehr motiviert, sehr angeregt. Möchtest du dieses neue Kapitel in deinem Leben erkunden? Du bist auf der Gewinnerseite, definitiv. Ja, dein Rückzug, das sind die Zweifel, das sind die Trigger. Doch steh zu dir. Die göttliche Zahl 7 steht dir bei. Du kannst die Welt, deine Welt erobern. Meistere dein Leben. Du hast ganz klar ein Ziel vor Augen, eine Vision. Deine Absicht, warum du dieses Ziel hast, ist sehr, sehr rein. Und deswegen wird dieses Ziel auch erreicht werden. Das Einzige, was dich zurückhält, abhält, ist die Angst, nicht erkannt zu werden, nicht respektiert zu werden. Und das generiert bei dir Zweifel. Schauen wir uns an, was unsere kleinen Freunde dazu sagen möchten. Was ist wichtig für den Skorpion in dieser Situation? Worauf ist zu achten? Oh. Ja, mit Witz, Charme und Melone. Nehme es leicht. Du hast eine Person an deiner Seite, die dich immer wieder daran erinnert, alles nicht zu ernst zu nehmen, alles laufen zu lassen. Doch es ist wichtig für dich, dass du heraustrittst aus deinem eigenen Schatten, dich nicht mimetisieren willst. Es ist, sie zeigen mir wie so ein Gecko, der die verschiedenen Farben annimmt, auf denen er wandert. Du hast Angst, dass dein Licht heller strahlt, größer strahlt als vielleicht von den Personen, die dir nahe sind in deinem Leben. Wichtig ist, dass du dich so auslebst, wie es dir geht, dass du dich nicht zurückhältst,
Denn sonst kommt die Leichtigkeit und die Freiheit erst übernächstes Jahr. Sie steht dir jetzt zur Verfügung, ganz plötzlich. Und wenn sie da ist, genieße sie. Gehe hinaus in deine Freiheit. Wir schauen uns im Extended an, wer da auf dich wartet, wem du begegnen wirst, welche Rolle dieser Mensch in deinem Leben spielen wird. Ja, und ob deine gemeinsame Freiheit auch gemeinsam gelebt wird. Schauen wir, was durchkommen möchte. Wir sehen uns gleich im Extended. Ich warte dort auf dich. Ciao!